Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass wir trotz allem hier sitzen können. Begrüßen Sie mit mir Klaus Teweleit. Klaus, die allermeisten kennen dich als Autor der Männerfantasien. Das Buch ist 1977, 78 erschienen und da warst du Mitte 30. Es war deine Dissertation und du hast aber immer gesagt, dass du keine klassische Dissertation schreiben möchtest, sondern von Beginn an etwas anderes. Es ist eigentlich, hast du gesagt, eine Autobiografie in der Hülle einer Dissertation. Und gleich nach Erscheinen wurden die Männerfantasien, die erste Ausgabe erschien noch, also die Männerfantasien haben tatsächlich eine ganze Reihe von Verlagen durchlebt und die erste Ausgabe erschien im Verlag Roter Stern und gleich nach Erscheinen wurde das Buch ein ungeheures Erfolgsbuch. Rudolf Augstein schrieb unter dem Titel Frauen fließen, Männer schießen im Dezember 1977 eine 8-seitige Besprechung. Also du warst vorher völlig unbekannt. Also natürlich nicht völlig, aber... Also doch, mehr oder weniger völlig. In bestimmten Szenen sehr bekannt. Außer Flugblattleser in Freiburg, die kannten mich. Genau. Aber vorher, die Zeit war tatsächlich noch vorher dran. Da haben Gisela Stelly und Bason Brock das noch vor Rudolf Augstein besprochen, und zwar gleichzeitig und nicht, wie das jetzt oft in der Zeit ist, ein Pro und Contra, sondern beide ein Pro. Bason Brock aus der Sicht der Männer und Gisela Stelly aus der Sicht der Frauen. Ende des letzten Jahres ist nun, nachdem traurigerweise der Strömfeld Verlag Konkurs gegangen ist oder insolvent gegangen ist, Männerfantasien wieder erschienen, und zwar in der, im Verlag Mattes und Seitz, die jetzt dein ganzes Werk tollerweise aufgenommen haben und neu herausbringen in einer, wie ich finde, wunderbaren Edition. Wir werden später noch sehr viel über Bilder sprechen, denn die Bilder haben wirklich eine sehr schöne Qualität. Und dazu gehört auch das 1999 begonnene Projekt der Pocahontas, dessen Abschlussband, Warum Cortez wirklich siegte, jetzt gerade erschienen ist, nach all diesen Jahren. Und ich wollte gerne vielleicht auch für die, die das Pocahontas-Projekt nicht so gut kennen, gerne wissen, auch weil ich selber nicht weiß, wie du eigentlich gekommen bist von den Männerfantasien zu dem Pocahontas-Projekt damals. Also was haben die beiden miteinander zu tun und könnte man die Pocahontas oder das ganze Projekt auch als eine Art Fortsetzung der Wahrnehmung der Männerfantasien verstehen? Teufel auch. Ist hier irgendeiner offen? Bevor ich was gesagt habe. Ja, kann man, aber da muss man einen Zwischenschritt einlegen. Pocahontas folgt ja nicht direkt auf Männerfantasien, das, also 20 Jahre später, sondern dazwischen, 10 Jahre später nach Männerfantasien, erschien ja das erste Band Buch der Könige. Und dann 1994 Band 2X und Band 2Y. Das sind ja Bände, die Männerfantasien nicht auf der Ebene der Soldatengewalttätigkeit und also dieser faschistischen Gewalt nachzeichnen, sondern die Gewalt, wie ich das nenne, im Personenverbrauch. Ne? Die Bände handeln ja davon, wie in Männer Artisten, jetzt nicht Politiker, sondern Künstler, eine ganz bestimmte Sorte von Frauenbeziehungen entwickelt haben, die man zwischen Ben und Brecht und Fitzgerald und sonst wem, hunderte von Fällen, Rilke, Kafka springt aus der Reihe, zeigen kann, wie, das ist geschrieben gegen diesen Begriff der unausrottbaren, der Muse, der sogenannten Muse, die den Künstler inspiriert, was weiß ich, durch Nettsein, Liebe, Hilfen und so weiter. Und
dass sehr viele Literaturtexte, Romane oder Dramen oder sonst wie mit dem Tod der Heldinnen, der Frauen enden. Ne, das ist eine länger bekannte Geschichte. Aber mir fiel, und das, als ich mich länger mit Monteverdi befasst habe, der die erste Oper, europäische, die man so nennen kann, tatsächlich Oper komponiert hat, 1607 uraufgeführt, Orfeo. Und der erste Band von Buch der Könige heißt ja Orpheus und Eurydike mit einem durchgestrichenen und. Ne, beschreibt, dass das Paar nicht gedacht war als Paar, sondern dass der Orpheus in einer bestimmten Weise diese Eurydike-Figur braucht und einbaut in seine Kunst und die dann stirbt, literarisch. Aber im Fall Monteverdi und vielen anderen fiel mir auf, die Frauen dieser Artisten starben wirklich oder brachten sich um, sprangen aus Fenstern, vergifteten sich, alle möglichen Tode. Also nicht als literarisches Motiv, sondern als tatsächlicher Ablauf im Produktionsleben. Und dass sich eine Struktur zeigen ließ, dass besonders sehr viele Autoren, Maler auch, Komponisten auch, so einen 7-Jahres-Rhythmus ungefähr haben. Also Ben sagt an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, das ist jetzt mein 5. oder 6. Leben. Vom 20. Leben sind immer so in 5-7 Jahresabschnitten gedacht und immer da eine andere Frau und stirbt oder Scheidung und er braucht es bis zur letzten hin, wo eine Sorte Ebenbürtigkeit hergestellt wird. Da ist er schon Ende 60. Diese Ebenbürtigkeit wurde eben im Paar, im Produktionspaar, wie man das dann nennen kann, nie zugelassen. Die Frauen spielten eine Rolle darin. Zum Beispiel, das hat zuerst Friedrich Kittler beschrieben, als wo man erst denkt, die Stenotypistin, die Tippse, die schreibt oder so. Diese Poeten hatten fast immer eine Frau, die für sie schrieb, Maschine schrieb, Brecht, Elisabeth Hauptmann und andere, jede Nacht da gesessen, Frau Steffin, Brecht abgetippt, Durchschläge, zack, dann hat er das am nächsten Morgen für die Bühnenproben da, teils auch als Autorinnen tätig, aber immer verleugnet, meistens verleugnet. Ich habe das dann Beziehungsmathematik genannt, dass 1 und 1 eben nicht 2 gibt. 1 und 1, 1 wächst und das andere vermindert sich. Also Paare, wenn es hochkommt, sagt Godard in einem Interview, gibt 1,5. Ich habe nie 2 zu 2 gefunden. Und um diese ganze Geschichte in den 70er Jahren hat sich dann ja auch parallel zum Schreiben von Männerfantasien Feminismus entwickelt in Deutschland, die Zeitschriften entstanden, Ökologie entwickelt und das war also eine Fortschreibung, jetzt nicht auf der Ebene männliche Gewalt mit der Waffe, sondern in der Kunstproduktion. Würdest du dann sagen, dass von den Männerfantasien über das Buch der Könige Pocahontas, dass das am Ende das Werk tatsächlich tatsächlich ein Werk ist, insofern, dass du einen Gedanken immer weiter in seinen Verästelungen oder thematischen Ausprägungen verfolgst. Ja, da ist eine Linie tatsächlich drin, denn wenn eines der, wenn man Buch der Könige zusammenfassen will und ich dehne das ja aus bis in die Moderne hin und Macht, Künstler und Macht, Elvis und Nixon, Warhol und Marcos in Philippinen etc., die zusammenarbeiten an bestimmten Stellen. Warum verbindet sich der Dichter, besonders der sich für ein Genie hält, wie Pound, wie Ben, an bestimmten Stellen in ihrer Entwicklung mit der politischen Macht, also werden Faschisten, manche wenden sich wieder ab, manche nicht. Und diese Doppellinie, Frauen einarbeiten in die Fundamente der Produktion, wie früher angeblich der Hund in die Fundamente geschmissen wurde vom Bauwerk, so werden die Frauen eingearbeitet und man kann das zeigen. Ich zeige das an den Texten, ich behaupte das nicht, sondern ich zeige genau an Ben-Gedichten und Brecht-Gedichten, wo die Tötung sitzt, der anderen. Und die auch an diesen Zeilen, kann man tatsächlich auch sagen, sterben. Und Pocahontas war das letzte Kapitel gedacht von Buch der Könige 1, nämlich die Frau im Fundament eines neuen Kontinents. John Smith, 1607, nach Virginia,
die Indios, die Indianer, wie wir heute sagen, bleiben wir bei dem Wort, Indigenen, retten ihnen das Leben, am Anfang durch Nahrungsmittel. Und John Smith behauptet später, sein Leben sei gerettet worden von einem 12-jährigen damals Indianermädchen namens Pocahontas, die es wirklich gibt, vollkommen verbrieft, klar, war auch dabei beim Essen überbringen an die Siedler und wird entführt nach einer Weile von den Engländern. Es gibt Auseinandersetzungen mit den Indigenen und Erpressungen gegenseitig und Gewehre rausrücken und Nahrungsmittel nicht bezahlen, sondern rauben etc. etc. Und Pocahontas wird benutzt als eine Art Geisel von den Weißen, fand und bleibt in der Siedlung der Weißen und wird, ich erzähle jetzt nicht die ideologische Geschichte, wie sie dann über John Smith und so weiter verbreitet wurde, über seine Schriften, also das angebliche oder mögliche Liebesverhältnis. Und das hat es in der Tat nie gegeben, aber wie John Smith später so andeutet oder halt behauptet, Lebensrettung, nein, sie heiratet, sie wird gezwungen, einen der weißen Pflanzer zu heiraten, bringt das indianische Wissen in den Tabakbau ein. Die erste große Goldindustrie ist der Tabak in Nordamerika. Und nachdem sie einen Sohn geboren hat, der dann Thomas Rolfe heißt, nach dem Namen des Vaters, besuchen sie London. Dort wird sie dem Hof vorgestellt und soll Reklame machen so für die neue Kolonie, weil da besonders wenig Frauen hinwollen. Die Männer brauchen Frauen. Sie kriegen am Anfang immer nur Schiffe mit Strafgefangenen, entlassenen Frauen, Prostituierten etc., die sich einwilligen, sich in die Kolonien verschiffen zu lassen, in die Kolonie, um dem Knast zu entgehen und ähnliche Dinge. Sie soll da Werbung machen für ein ziviles Leben. Die Indios sind eigentlich ganz nett, die Indigenen. Aber sie stirbt in London. Indianische Autoren heute behaupten, sie wurde vergiftet. Das stelle ich in Band 2 dar. Ich glaube das auch. Die Belege dafür sind sehr gut. Und also nicht blattern. Sie wird jedenfalls am Themseausgang beerdigt. Und in dieser Weise eingebaut, das heutige Virginia-Denkmal immer noch, hat im Sockel des Landeswappens liegt der Kopf von John Smith da und die Indigenen, die erhobene Keule und ihr Kopf auf seinem Kopf verhindert die Tötung. Aber das ist der Schritt, das setzt sich dann massiv fort im Band 2 Pocahontas, das Buch der Königstöchter, wo ich zeige, dass dieser Vorgang in der frühen griechischen Mythologie passiert, nämlich Landnahme über den Körper der Königstöchter durch Götter, die die Königstöchter vergewaltigen. Das ist der Inhalt der griechischen Mythologie, ne? Just halber Satz um diese Linie. Pocahontas Material wurde so viel, dass ich das weggelassen habe als letztes Kapitel von Buch der Könige 1 und Jahre später aufgenommen und eine neue Pocahontas-Reihe draus gemacht. Also und das ist also du hast jetzt diesen Mythos erzählt, das ist der Pocahontas-Mythos und der Mythos ist eben auch, dass der Legende nach das Indianermädchen von der Opferseite zur Täterseite übergewechselt ist und du sagst im Grunde genommen, die Eroberer haben vergewaltigt und sich die Geschichte hinterher schön geredet. Also und du beschreibst, wie du eben auch gesagt hast, die koloniale Landnahme über die Eroberung der Frauen legitimiert wurden, genauer über die Körper indigener Frauen, die den Kolonisatoren das Überleben und die Beute sicherten. Und wie muss man verstehen, wenn du sagst, dass, oder auch schreibst, dass im Grunde genommen in dieser Geschichte die Grundlagen des heutigen Sexismus stecken? Wie kommst du dahin? Na gut, wenn du das Stichwort Vergewaltigung benutzt. Das, was wir an griechischer Geschichte, früher Geschichte im Kopf haben, heißt ja immer noch bei uns gängig griechische Mythologie. Das ist eine völlig irreführende Bezeichnung, weil was ist mythisch am Schreiben? Man kann meinetwegen irgendwelche Bücher wie die Bibel mythologisch oder mythisch nennen. Sowas gibt es in dem Sinne bei den Griechen ja nicht. Ne? Sondern die ersten beiden Autoren, die diese Geschichten, also die Göttergeschichten von Zeus,
und Apoll Poseidon aufschreiben. Der Erste, der das aufschreibt mit dem neu formierten griechischen Vokalalphabet, ist ja Homer. Irgendwo zwischen minus 8 und 700 vor unserer Zeit. Es gibt dann eine Hesiod, der eine, ungefähr gleichzeitig die Geschichte der Götter schreibt. Ne? Aber das ist Literatur. Ne? Da fängt unsere Literatur an. Und jeder Text, der danach, also unseren Anführungszeichen, der danach kommt, fügt dieser Literatur irgendwas hinzu, ändert was ab oder widerspricht oder schreibt was dagegen, wie spätere Literaturen auch. Mythologie ist ein vollkommen, und ich glaube, das ist überhaupt erst erfunden worden im 19. Jahrhundert von Deutschen, besonders von der deutschen Philologie, in der Nachfolge von Winckelmann und Goethe, Hölderlin, all den Griechenverehrern, die Griechenland verehrten, ohne die geringste Ahnung zu haben von diesem Land und von der Geschichte, wirklich keinen Schimmer, außer Statuen, die sie kannten. Statuen, die meist auch noch römische Nachbildungen waren, gar nicht mal die Originale, gar nicht mal die Bronzen, auf die wir nachher kommen werden. Und es gibt ein sehr schönes Buch von einer englischen Autorin mit Nachnamen Butler, das heißt The Tyranny of Greece over Germany in the 19th Century. Die hat das gesehen. Also der Hintergrund ist immer davon, dass die Deutschen, sich zum Imperialismus hin entwickelten auf den Ersten Weltkrieg zu und dann danach sowieso, nicht, hinter den Griechen immer in Klammern Indogermanen setzen. Ne? Noch eine Klammer weiter, Arier. Das Indogerman einwandern von Vorderindien, Zentralasien, in den Raum, der heute Griechenland heißt, ne? So ungefähr ab minus 2000. Ne? Das ist eine belegte Tatsache, aus denen entstehen die Griechen. Ne? Die Nazis haben sich umstandslos darauf bezogen und ihre Götter, Odin, wie die alle heißen, Wotan, Odin, auch bezogen auf die griechischen Götter. Die germanische Version heißt so und so, aber sie haben immer die griechischen im Hintergrund. Ne? Die bauen kräftig weiter mit an dieser Mythologie, in Anführungszeichen, Literatur. Euripides zum Beispiel, der schreibt um 450 sein Medea-Drama. Mit Medea fängt der Band der Königstöchter an. Die Geschichte spielt alles, was ich beschreibe in Buch der Königstöchter im Band 2, ist eine Wiedergabe von Mündlichkeiten, die ich sozusagen aufschreibe, die ich fantasiere, aber nicht ohne Hintergrund. Es gibt keinen Aufschreibeprozess dieser Einwanderung. Am Anfang war die Einwanderung, schreibe ich am Anfang von Band 2. Es gibt überhaupt keine Kultur, die nicht irgendwo entstanden ist durch Einwanderung. Kommen welche hin, wo andere schon sind, die gehen meistens nicht freiwillig weg. Ganz selten gibt es friedliche Vermischungen, Verbindungen. Meistens sie kommen mit Waffengewalt, werden die Frauen geschnappt, vergewaltigt, Kinder gemacht, die Männer flüchten oder werden erschlagen. Einige lassen sich vielleicht auch zu Sklaven machen, aber so geht dieser Prozess. Ne? Und genau diesen Prozess erzählen, das sieht man dann daran, wie Homer das aufschreibt. Homer schreibt nämlich auf, was ungefähr 400-500 Jahre vorher erzählt worden ist. Anders sind diese Texte und die Hexameter-Entstehung, das beschreibe ich im Einzelnen genau, gar nicht denkbar. Und was erzählen diese griechischen Einwanderer? Sie erzählen nicht, wir kamen hin, eroberten das Land, waren große Helden, schnappten die Frauen. Nein, sie erzählen das als Göttergeschichte. Zeus vergewaltigt die Königstochter sowieso. Poseidon, die im Fluss. Apoll an der Stelle, etc., etc. Und dann habe ich die Namen der Königs, der Väter gesehen und die sind mit Ortschaften verbunden und habe diese Ortschaften auf alten Karten gesucht. Und danach kann man genau sehen, wie sozusagen der ganze Peloponnes von Norden her bis Süden kodiert wird mit diesen Städten,
da wird die Königstochter vergewaltigt, da wird die vergewaltigt, da war das Zeus, die habe ich mit Rot markiert, also die Karten sind vorne, mythologische History drin, habe ich Apollo mit Grün, Poseidon mit Blau und dann sieht man, wie diese drei Götter, Dionysos später dazu, diese Landschaft erobern und kodieren mit dem Körper der geschwängerten Königstöchter und aus diesen Ehen geht das gesamte griechische mythologische Heldenpersonal hervor. Von Herakles, Theseus, Perseus, wie sie heißen, alle. Alle sind Verbindungen aus vergewaltigendem Gott und Königstochter. Und die Väter dieser unehelich geschwängerten Töchter werden natürlich sauer, ne, verstoßen sie zum Teil. Einige werden noch umgebracht, andere werden von den Göttern gerettet. Aber sie verlieren durchweg auf dieser Schiene ihr Leben in der Götterauseinandersetzung. Und das Land geht sozusagen über, wird kodiert von dem neuen Gott, ne, mit geschwängerter Königstochter. Und das genau passiert Pocahontas und genau das passiert Medea und etliche andere auf der Schiene, die ich da ausführe, auch noch. Sodass du also das Pocahontas, mit Pocahontas auch einen, mit dieser Legende und der Kritik an dieser Legende oder der Destruktion dieser Legende eine Art Muster beschreibst und dann beschreibst, wie im Grunde genommen in dem auch Buch der Königstöchter, wie durch die ganze sogenannte abendländische Geschichte sich dieses Muster eigentlich hindurchzieht. Also die Eroberung über die Körper der Frauen. Und du hast eben schon auf diesen Satz angespielt, am Anfang diesen biblisch zitierenden, anmutenden Satz. Am Anfang war die Einwanderung. Und du hast ja in dieser neuen Ausgabe, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, zwei neue Vorworte geschrieben. Einmal auch ein Vorwort, vielleicht können wir später noch darauf zu sprechen kommen, ein neues Vorwort zu den Männerfantasien, in dem du auch auf aktuelle Ereignisse Bezug nimmst und speziell, also weil es ja auch um den Soldatenkörper geht, auch um rechte Gewalt. Und du hast aber auch ein neues Vorwort zu diesem Königstöchter-Buch geschrieben und da stellst du dem Satz, dem biblischen Satz, am Anfang war die Einwanderung, den Satz, am Anfang war MeToo zur Seite. Inwiefern oder warum? Ich glaube, das geht aus dem, was ich eben erzählt habe, schon hervor. Ne? MeToo ist ja genau, ne, das Wort, der Hashtag geworden für die verdeckte Vergewaltigung, die immer nicht benannt worden ist, sondern entweder unter den Tisch gekehrt oder kaschiert als Liebesverhältnis oder zugedeckt mit Bestechung, Prozessandrohung, berufliche Erpressung bei Schauspielern und so weiter und so weiter. Und na gut, ich sage, wenn man die Augen aufmacht auf unsere Geschichte und guckt jetzt 4000 Jahre zurück, wo diese Sorte Griechentum, wo immer alle möglichen sagen, da fängt unsere Kultur an, dass die beruht auf diesem Vorgang, MeToo, vergewaltigt. Und dann, aber das würde ja bedeuten, dass es, also welche Möglichkeit der Unterbrechung gibt es für uns? Ja, das ist ja, also ist es sozusagen eine tatsächlich kontinuierlich durchziehende Linie, gibt es keinerlei Reflexion darauf? Also ist es, also heißt das sozusagen, dass die koloniale Gewalt unwiderruflich in uns steckt, ja? Oder gibt es Möglichkeiten der Unterbrechung, der Reflexion, also weil du beschreibst es ja sozusagen als durchgehende, quasi unwiderrufliche Geschichte. Nö, unwiderruflich nicht, aber durchgehend, ja. Und bis vor nicht allzu langer Zeit war das auch tatsächlich das ausschlaggebende Modell. Ne? Also ich habe ja ein Kapitel im Buch der Königstöchter, oder nicht nur eins, wo ich die ganzen Renaissance-Bilder, ne, der ausgezogenen Frauen, ne, die in der Landschaft liegen oder auf irgendwelchen Betten liegen oder so, und entweder kommt mal der Gott von oben durch die Decke, Zeus und Danae und der Goldregen und all diese Dinge, diese ganzen Vergewaltigungen haben die Renaissance-Maler gemalt. Ne? Ich behaupte, dass sie das mit großer Begeisterung getan haben, weil sie gerade dabei waren, in ihren Stadtstaaten sich vom Christentum weitgehend zu lösen und endlich mal aufhören konnten, ewig die Maria mit dem Baby auf dem Arm zu malen. Ne? Sie steigen innerhalb von 100 Jahren um auf ausgezogene Frauen
und geht immer, weil es ja, weil immer ein Gott ist, immer der Gott im Bild und Amor-Knabe im Hintergrund, bei Zeus immer der Adler, der auf Zeus deutet, jeder Gott hat so sein Abzeichen. Und wenn man sich das in den Museen heute anguckt, man guckt da, dann steht da Antiope oder ein anderer Name drunter und da kommt Apoll oder sonst wer. Wenn man sich das zusammensammelt, ergibt sich eine ungeheure Galerie dieser Namen der Königstöchter mit immer dem Gott im Bild, mal offen, mal unoffen, erotisch, sexuell. Und ich versuche da zu zeigen, dass das gemalt wird auch genau zu dem Zeitpunkt, wo die Spanier sich ausbreiten in Mexiko und das auf der Ebene der Vergewaltigung der südamerikanischen Indio-Frauen genau weitermachen. Ne, und Tizian, einer dieser super berühmten Obermaler, ne, schickt mehrere Versionen von Danae und dem Goldregen an Philipp den Zweiten zu Hochzeiten und sonst wo und wünscht ihm, dass seine Herrschaft über die neue Welt, die da entdeckt wird, genau in diesem Sinne dieser Malerei läuft. Das heißt, die setzen das genau fort und zwar ganz bewusst, ne? Nicht etwa undercover, sondern die wissen ganz genau, was sie tun und finden das vollkommen richtig. Aber wenn das sozusagen damit dann auch zum Ursprung unserer Kultur gehört, also in der westlich-amerikanischen, wir kommen da gleich auch noch auf den Cortez-Band zu sprechen, dann würde das ja auch bedeuten, dass es auch den Kolonisator oder die Kolonisatorin in uns, in unseren Körpern gibt. Lassen sich die überwinden? Ja gut, da müssen wir, glaube ich, oder nee, den ersten Teil deiner Frage vorhin. Massiv was geändert, ne, hat sich an diesen eben entworfenen und umrissenen Vorgängen. Und, erst etwas, zuerst in den 10 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, da sind ja die ersten feministischen Entwicklungen da und größere Gruppierungen, nicht nur in England, überall auf dem Kontinent. Es gibt diese Entwicklung, ne, was ich immer besonders gerne unterstreiche, ne, die sogenannte Moderne, die oft auf die 20er Jahre bezogen wird, entsteht durchweg vor dem Ersten Weltkrieg. Ob das die 12-Ton-Musik ist, die moderne Malerei, der Kubismus, die moderne Lyrik zwischen Pound, Benz, erster Band ist 1911, Heinrich Mann und so weiter und so weiter, Flaubert, das ist alles vorher da. Und gut, Joyce kommt erst raus, 22, aber ist auch vor dem Ersten Weltkrieg entwickelt, mit den Imagisten zusammen. Ich behaupte ja manchmal zugespitzt, der Erste Weltkrieg wurde gemacht, um all diese Entwicklungen zu vernichten. Im Feld vom reaktionären Bürgertum, die wieder wegzukriegen, einschließlich Frauenbewegung. Das ist dann auch erstmal weg, nachdem Ende der 20er Jahre, 30er, die Nazis das besonders in Deutschland wieder totschlagen und in vielen anderen Ländern Europas auch, ist es dann wirklich erst der Einschnitt nach 45, nach 1945 mit Niederlage des Nazireichs in Europa. Und in den Jahren, dann kann man ja auch, glaube ich, da vernünftigerweise sagen, mit einem zivilisatorischen Einfluss aus Übersee, ne, wo die Kolonisierung von hier mal nach da umgekehrt zurückkommt, aber jetzt erstmal ja nicht nur in Form von Schokoladetafeln, sondern von Musik, von Schallplatten, von Kinos, Black Music, die nicht unterdrückendes Amerika ist, wo Europa sich in einer bestimmten Weise, also die nach dem Zweiten Weltkrieg Aufgewachsenen, eine Möglichkeit haben, sich zu befreien von dieser älteren Geschichte. Und Frauen eben auch. Das schlägt sich zwar erst in den 60er, 70er Jahren politisch nieder, aber ist ja bis heute immer weitergegangen. Also ich glaube, auch dieser Prozess vom Künstlerpaar, wo der Mann immer weiter wächst und die Frau immer weiter sich vermindert und dann am Ende stirbt, das ist nach 1945 in vielen Fällen durchbrochen. Auch in vielen Fällen von Künstlerpaaren, ob man Christo nimmt oder andere und Jean-Claude. Es gibt mehr als eine Handvoll, wo eine Paarproduktion tatsächlich möglich geworden ist. Das ist aber in der Geschichte absolut neu. Wenn du sagst, am Anfang war MeToo, finde ich
interessant, weil sozusagen die Frauenverteilung ist als Rolle sehr gesetzt. Also MeToo richtete sich ja auch gegen sexuellen Missbrauch von Jungs und von Männern, sozusagen jungen Männern auch. Und inwiefern würdest du sagen, gilt es trotzdem? Am Anfang war MeToo, wenn sozusagen das Geschlechterverhältnis anders ist, weil es wird sozusagen immer als Männer- und Frauengeschichte erzählt bei dir. Ja gut, die einwandernden Griechen haben sich entschieden, das so zu erzählen. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass diese Kultur zum großen Teil homoerotisch war. Das erzählen sie nicht so offen, obwohl bei Plato und anderen taucht das natürlich auf. Also es ist nicht einfach geheim, aber es ist wie eine Selbstverständlichkeit, dass später die ganzen Gastmahlgeschichten und all dies wird ja erzählt, immer als Vorgänge zwischen Männern, Frauen sind ausgeschlossen. Frauen dürfen ja auch in dieser angeblichen Athener Demokratie, die überhaupt keine Demokratie ist im heutigen Sinne, dürfen weder wählen, noch haben sie irgendwas zu sagen. Sie machen äußerst fremdenfeindliche Gesetze. Und Perikles verliebt sich in eine Ausländerin und muss unter Tränen vor Gericht darum bitten, dass sie da bleiben darf und dass er sie später heiraten darf. Die sollten alle weg. Und die Sexualität lief von mittelalten und älteren Männern mit Knaben, mit jungen Knaben. Die mussten jemanden umbringen in ihren Initiationsriten, ehe sie aufgenommen wurden, etc. Aber die sogenannte Mythologie, diese Literatur erzählt eben das weniger, sondern setzt genau diese Geschichte fort über die Frauenkörper. Das ist ein europäischer Topos geblieben seitdem. Und die ganzen Varianten davon, wo Ranke Graves und diese Leute ihre Bücher mit vollschreiben, eine griechische Mythologie, das sind alles literarische Varianten. Jeder Autor fügt was anderes hinzu. Zum Beispiel ist Euripides der Erste, der Medea die Kinder ermorden lässt. In den vorherigen Medea-Versionen und Erzählungen gibt es das nicht. Und das spätere Epos, Jason, die Argonauten, nach Homer aufgeschrieben, da kommt Medea mit Jason zurück, gar nicht nach Korinth, sondern Aufbruchshafen, wo sie herkommen. Und keine Trennung, kein Kindesmord oder sonst wo. Da hört das auf mit dem Paar, dass er sozusagen hat die kulturlosere Asiatin vom Schwarzmeerende geholt nach Griechenland und sie kommt in die neue Kultur und findet das toll, in die überlegene Kultur. Und damit hören die Argonauten auf. Kein Kindermord, nix. Das sind alles Varianten, aber fast diese ganze Dramatik und diese Erzählung lösen sich nicht von Ausgangspunkt Frauenkörper. Vielleicht kommen wir zu deinem neuen Band, also sonst haben wir nachher keine Zeit mehr. Warum Cortés wirklich siegte? Cortés, der Eroberer Mexikos, warum hat Cortés wirklich gewonnen und was impliziert das? Warum hat er eben nicht, also warum hat er nicht wirklich gewonnen? Also was ist sozusagen deine neue Erzählung? Ja, gewonnen hat er schon. Auch. Also warum hat er wirklich gewonnen? Auch wirklich. Ja, die einfacheren Antworten, wir haben die ja fast alle im Kopf, die überlegenen Europäer mit ihren Waffen und Pferden. Also nicht Feuerwaffen. Die da ankamen, Feuerwaffen, klar. Und die Indianer, die Indios in Südamerika glaubten auch, da kämen weiße Götter womöglich wegen der Weissagung. Es gibt so ein paar, so 50 Antworten auf der Ebene, die alle zusammengenommen ganz, ganz zutreffend sind und ganz gut sind. Und ich habe dieses formuliert, diesen Untertitel eben von Pocahontas Band 4, warum Cortés wirklich siegte, habe ich schon 1999, als Band 1 und 4 erschien, entworfen. Und gesagt, der dritte Band wird mal so heißen. Und danach bin ich aber auf ein paar Bücher gestoßen und vor allem entscheidend waren da die... Ach, du wusstest schon 1999, dass der dritte Band so heißen wird. Ja, der Titel war da. Aber dann fiel mir Jared Diamond in die Hände. Dieses Buch Guns, Germs and Steel. Gewehre, Keime und Stahl. Das auf Deutsch verrückterweise Arm und Reich heißt.
ja, man kann nur mit den Ohren schlackern, was die Verlage sich manchmal leisten. Und in dem Buch bin ich zum ersten Mal, also er stößt einen drauf, dass diese ganze Erzählung, natürlich waren die Europäer gewalttätig und die Spanier haben gemordet und die Engländer in Virginia und so weiter auch, dass aber der größte Anteil der Indigenen sowohl in Nord- wie Südamerika an Viren gestorben sind, und zwar nicht in, wie oft behauptet wurde, Blattern, Masern und ähnliche Krankheiten, sondern, und das können heutige Mikrobiologen feststellen, ne, diese Erkenntnis gibt es erst seit ungefähr 25, 30 Jahren, wo diese Untersuchungen gemacht worden sind, dass die gestorben sind an Haustierviren. Schweinepest, Hühnerpest, Rinderpest, diese Dinge, die die Spanier und auch die Engländer einschleppten in diesen Kontinent, Nord wie Süd. Und die Indios starben daran. Die es dort daran, eben gar nicht gegeben hat und deshalb eben auch keine. Ja, die starben daran reihenweise. Ne, und der entscheidende Punkt ist, die waren nicht immun wie die Europäer. Mhm. Die Europäer, die mit der Haustierdomestikation nämlich ungefähr um 10.000 vor unserer Zeit angefangen haben, die sind im Lauf dieser 11.500 Jahre, bis sie die Amerikas besiedeln, immun geworden, in einem ewig langen Prozess im Zusammenleben mit dieser Tierwelt. Die Indios, wenn sie damit in Berührung kamen, fielen innerhalb von einer Woche oder einiger Tage tot um. Und die heutige Version, die mir wissenschaftlich untermauert scheint, ist, dass 95% der indigenen Bevölkerung der Amerikas an solchen Viren starb. Und du sagst ja, das sind da nicht 1 Million, von denen auf die Rede ist, sondern nennst die Zahl 20 Millionen. Ja, Jared Diamond sagt 20 Millionen. Ne? Er hat auch in der Schule 1 Million gelernt und sagt, wir sind immer dauernd belogen worden über die tatsächliche Populationsdichte. Es sind ungefähr 20 Millionen da gewesen, als die Europäer kamen, die innerhalb von kürzester Zeit auf unter 1 Million zusammenschrumpften und oder gestorben waren. Als die Engländer zum Beispiel Franzosen am Mississippi landen, da waren Spanier vorher, diese De Soto-Expedition, und sie fahren den Mississippi hoch, finden sie überall Gräber und Gräberhaufen und Leute, und da sind schon keine Indios, nordamerikanische mehr, die sind schon alle tot. Die liegen schon alle notdürftig bestattet da und wie eine entvölkerte Landschaft. Und das wird dann Louisiana, das wird dann französisch. Ne, sehr schnell und ohne große Auseinandersetzungen, bis später die Engländer das kaufen. Und vielleicht kannst du sagen, auf welche Quellen du dich noch beziehst. Dann war Jared Diamond für dich auch ein großer Fund, aber hast du sozusagen noch nach anderen Quellen gesucht? Ja, klar, aber erstmal, Diamond hat, sein pädagogischer Hintergedanke sozusagen beim Schreiben, er sagt nicht einfach, da diese Bauern fingen an, Tiere zu domestizieren, sondern wie macht man das? Wie domestiziert man ein Wildtier? Sie fangen an mit Hund, dann kommt Schaf, Ziege, nach und nach. Die sind vorher wild. Man muss ja was mit denen anstellen, man muss sie einfangen. Erstmal muss man sie einfangen. Wie fängt man sie ein, ohne dass man sie umbringt? Einfach in eine Grube stürzen oder so ist nicht immer das richtige Mittel. Wie hält man sie dann? Wie füttert man die? Wie läuft die Fortpflanzung? Wie ist der Winterbestand? Das machen erst Leute, die sesshaft werden. Ne? Die Jäger und Sammler, die herumziehen, machen das nicht. Die jagen das Wild und benutzen es, wie sie es brauchen, Essen oder Felle oder sonst wo. Aber mit Sesshaftwerdung gibt es Besitz, gibt es feste Orte, gibt es Zäune, gibt es alles das. Und er beschreibt das als mit Wörtern wie Test. Sie testen zum Beispiel die Antilope, ne, die geht nicht. Die bricht sich lieber die Beine an jedem Zaun. No way. Ne, sie probieren das bei jedem Tier durch, über 6.000 Jahre ungefähr. Jedem, das möglich war in diesen Bereichen. Und Selektion, Auswahl, Testverfahren, Weitergabe, Lernen, Konzept machen. Diese Wörter tauchen bei ihm auf. Ne? Und mit Mal, das war der entscheidende Punkt, dann für jetzt diesen Untertitel des dritten Bandes, der dann
wirklich neu war, den hatte ich damals noch nicht. Den habe ich erst in den letzten Jahren gemacht, jetzt vor dem zu Ende schreiben. Technologiegeschichte, ne, der eurasiatisch-amerikanischen Kolonialismen. Mir ging mit mal auf, das ist eine Technologie, was die da machen. Das also ist nicht einfach Landwirtschaft und Tiere, sondern das ist ein Studium. Mit Selektion und Weitergabe der Konzepte, mit dem Wildgetreide genauso, was gleichzeitig läuft, aussortieren, größere Samen, was braucht welches Wasser, was wächst auf welchem Boden. Das wird alles festgehalten und an die Umgebung weitergegeben, verbreitet sich dann ganz schnell, wo muss kanalisiert werden, welche Sachen brauchen welches Wasser. Alles das, das sind richtige Studien und danach fängt damit fängt meiner Meinung nach die Technologie, das technologische Denken in unserer Kultur an, denn ab da sind die wesentlichen Prozesse unseres Zivillebens und Zusammenlebens mehr oder weniger über Städtebau, Metallschmelze, Schiffbau und so weiter technologisch hergestellt. Und diese Prinzipien der Technologie, die beschreibe ich mit den beiden Hauptzügen, die mir dabei aufgefallen sind, also erstens segmentieren, man unterteilt und macht Sequenzen. Wenn was funktioniert, setzt man das fort, gibt das weiter an die Nächsten. Mhm. Und dieses Sequenzprinzip zieht sich durch unsere Kultur bis in die heutige Digitalität. Mhm. Der Computer ist sozusagen die totale Zuspitzung davon, eine endlose Kette von 1 und 0 und 1 und 0, Segment, Sequenz, in einer unnachvollziehbaren Weise, läuft vor über die Filmunterteilung der einzelnen Bilder, Pixel in der Malerei und Metallschmelze. Als einer der ersten greifbaren Prozesse, was macht man da? Ne? Man erhitzt was und dann fließt da ein Metall raus, auf der anderen Seite bleibt Stein. Ne? Und dann legiert man das, vermischt das mit anderen und kriegt eine neue Substanz, Bronze, ne? Die in Natur nicht vorkommt, die künstlich hergestellt wird. Ne? Danach heißt dann die Bronzezeit, das ist die Zeit, in der diese Griechenkultur sich militärisch durchsetzt in diesem Bereich, ne? Der heute Griechenland und Nahe Osten heißt. Und das Alphabet ist sozusagen die artistisch-kulturelle, der Höhepunkt dieser Entwicklung, dass diese Leute das phonetische Alphabet, dass sie entwickeln, die vorher, die Alphabete sind überwiegend sind Konsonantenalphabete, mit denen kann man keine andere Sprache aufzeichnen, aber mit dem Vokalalphabet kann man jeden gesprochenen Ton auf der Welt aufzeichnen und daraus entwickelt sich die Mathematik, pythagoreisches Denken, die Geometrie, die Weltkarten, alles das. Ohne diese Grundlage ist das nicht da. Das ist eine fortschreitende Segmentierung, ne, die ganze Welt, Längengrade, Breitengrade etc. Ohne das gibt es keine Seefahrt, ohne das gibt es keinen dieser Kolonialismen und wird immer schneller und immer kleiner. Vielleicht um noch mal, vielleicht einen Schritt zurück. Also es geht eigentlich um, könnte man doch auch sagen, verschiedene Formen der Gestalt von Gewalt. Also es gibt einerseits um die Gewalt, die durch die Eroberer stattfindet, also die marschieren irgendwo ein, erobern durch die Körper der Frauen, also durch Vergewaltigung. Und hier in diesem neuen Band verhandelst du, wie du es eben ausgeführt hast, auch eigentlich eine andere Form oder eine andere Form von Gewalt, die nicht über die Körper oder die Landnahme vollzogen wird, sondern oder ausgeübt wird, sondern ausgeübt wird eben durch mittels Technologien. Und du beschreibst es von der Haustierdomestikation bis hin zur Digitalisierung. Das sind sehr, sehr große Bögen. Eine wichtige Rolle in der Beschreibung dieser Entwicklung spielen in diesem Buch Bilder. Und das war aber in den Männerfantasien auch schon so. Es sind Bilder, die einfließen, die zum Teil
sehr überraschend sind, in den Text auch einfließen. Also es ist ja, diese Bücher sind ja sozusagen kein durchlaufender Text. Das war bei dir noch nie so. Vielleicht kannst du etwas so ein bisschen auch über den Prozess deiner, also ich habe dich mal in deinem Arbeitszimmer besucht, da kann man sich ungefähr vorstellen, dass du da eigentlich gar nichts finden würdest, aber wahrscheinlich, weil du es bist, alles findest, also so umgeben von Büchern und Zetteln und Zeitungsausschnitten und Bänden und Bildern und wie fließen diese Bilder in, wie kommst du zu denen, wie suchst du die und wie fließen die in deine Arbeit ein? Ja, es sind ein paar Stränge. Männerfantasien, was ja, wie du schon gesagt hast, als Dissertation geschrieben ist, das habe ich so abgegeben, da waren vielleicht 20 Bilder drin. Ja, viele Comics auch. Ne? Ja, in der Dissertation nicht. Ja. Ne? Aber ich wollte ja ein Buch draus machen und nicht einfach eine Dissertation, weil vor allen Dingen, weil ich über meine politische Vergangenheit, SDS etc. wusste, ein Berufsverbot etc., ich kann kein Lehrer mehr werden und eine Unistelle werde ich wohl auch nicht kriegen. Und also muss das ein Buch sein und nicht eine Dissertation, die irgendwo in der UB verschwindet und kein Mensch kümmert sich mehr drum. Da habe ich systematisch Bilder gesucht, die da rein gehören, aber eben nicht einfach simple Illustrationen, die dann dieses und jenes belegen, sondern da ich eben weniger vom Schreiben als vom Kino her und von der Musik her komme. Das Schreiben, komisch, warum sich das Schreiben ergeben hat. Filme machen, es liegt meiner sozialen Struktur eher fern, also das geht ja aber nicht. Musik nicht, weil du bist auch Musiker. Doch, das, man muss eine Sorte Fassbinder-Typ sein, sonst geht das überhaupt nicht. Und das bin ich nicht. Und hatte andere Dinge vor. Gut, also schreiben, Bilder, klar Comics. Ne? Ich habe von Filmen, ich habe diese Abneigung vieler Leute gegen Comics nie verstanden, weil als ich zum amerikanischen Underground, na, mit Donald Duck fängt das natürlich an, Leser davon natürlich als Schüler selbstverständlich, aber als ich amerikanische Underground-Comics zuerst sah, Ende der 60er, Anfang der 70er, war mir sofort klar, es gibt einen einzigen bedeutenden großen amerikanischen Soziologen oder zwei, ne? Das ist Robert Crumb und Bill Griffith. Ne, zwei Comiczeichner, das die gesamte amerikanische Kultur, ne, von den Drogenessern bis zum Bullneck, Spießer ist da alles drin, kommt da alles vor. Und kein schriftlicher Text, den ich kenne, reicht daran, kommt daran. Und ich habe dann solche Sachen, gut, so eines Comics genommen und bestimmte Vorgänge von 1920, ne, von den Freikorps, Gewaltausübung, damit dazugesetzt. Ne. Der Leser muss also diese Montage nachvollziehen oder mitmachen. Ne. Das erste Bild jetzt im Honnenband, wo ich dieses von Diamond aufgreife mit Test und etc. Es gibt ja keine Fotos von 2000 vor und von 10.000 vor unserer Zeit. Ne? Und Malereien auch nicht. Ne? Die Höhlenmalereien laufen auf einer anderen Ebene und die sind auch vorher, die habe ich nicht besonders eingearbeitet. Das erste Bild, das ich da habe, ist eine Abitursklasse aus Rostock jetzt, ne? Die im Abitur da sitzt und man sieht genau die Tische, dank, Abstand voneinander, so. Man sieht genau dieses Prinzip von Segment, Sequenz, wie das heute eine Abitursklasse. Ne? Jeder gegen den anderen, keine Teamgeschichte, nix auf einen Blick. Das zweite Bild drin ist ein Schiff, ein Containerschiff. Ne? Auf der Produktionsebene ist das Containerschiff die heutige Verkörperung dieses Prinzips par excellence. Es läuft auf der Welt kein Handel mehr ohne diese Container, die jedes Jahr größer werden, 12.000 Dinger drauf und noch mehr, nicht, von Merck und Maersk und anderen Unternehmen. So setze ich diese Bilder rein und man soll die Sprünge machen, man soll das nachvollziehen. Ne? Das ist das Containerschiff, aus dem hervorgeht, was meinetwegen um 4.000 vor oder so mit Metall
Schmelze passiert. Vielleicht zeige ich gerade mal, ich habe ein paar Bilder mal sehen, vorbereitet. Das, also die Metallschmelze geht so um 3500, in größerem Maßstab los, 3200. Was ich jetzt zeige, ist sozusagen der Höhepunkt davon in der griechischen Großbronze, Bronzeskulpturen, die eben gegossene Bronze, wovon wir relativ wenig haben, weil, ne, hier ist eine zu sehen, gefunden Anfang der 70er vor der Küste von Süditalien, Riace. Fast alle diese Bronzen, ne, die die Griechen, und die Griechen machten eben nicht Marmorstatuen, wie die Italiener später und die Renaissance und Michelangelo etc., die sind im Lauf der Geschichte fast alle eingeschmolzen worden und verarbeitet, wie man sich denken kann, zu Kanonenrohren und Kanonenkugeln, wo Metallknappheit war und die Leute, die Krieg führten, sowas brauchten, haben sie die Dinger geschnappt und geschmolzen. Deswegen gibt es nicht viele. Denn diese zwei sind mit die berühmtesten, die es heute gibt. Die Abfolge der Bilder hier ist ein bisschen durcheinander gekommen durch die Umspielung auf einen anderen Laptop. Ich gehe mal über das schnell weg, da gehe ich gleich zurück. Das ist er von der Seite, das ist die zweite Figur. Es waren zwei. Diese Typen hier, ne, die man wunderbar, wie sie aussehen mit ihrer Körperlichkeit, die Figuren waren oft über 2 Meter groß. Es gab auf der Akropolis zum Beispiel zur Zeit von Phidias, der berühmteste Bronzegießer ist, gab das eine Pallas Athene-Figur, die 3,50 Meter hoch war, aber auch geschmolzen, auch weg. Das ist er von hinten, das ist Pocahontas Bronze, dazu sage ich gleich was. Aber dies ist das entscheidende Bild. Das ist nämlich das Röntgenbild dieser Statuen, die wir eben gesehen haben. Und man sieht in diesem Röntgenbild, dass die zusammengesetzt sind aus Teilen. Arme extra gegossen, Brust extra, die Beine extra gegossen. Die Gusshöhle von Phidias, die erhalten ist, konnte man nichts drin gießen, was höher als 1,10 Meter oder so war. Höchstens so ein Teil. Und dann wurden die zusammengesetzt und mit welchen Methoden immer verlötet. Und dann wurden diese verlöteten Sachen abgeschmirgelt und die wurden dann, und wenn das glatt war, farbig angemalt, diese Statuen. Und es entwickelte sich, hier sieht man eine etwas näher, wie der Bart gemacht ist. Und je ziselierter und komplizierter das war, desto mehr verändern sich die Anteile. Also Zinn ist das teurere und das seltenere Metall. Das wird benutzt an komplizierteren Stellen. Für die einfacheren nimmt man eher mehr Kupfer. Hier zum Beispiel kann man überall sehen, wie verschieden der Zinnanteil ist. An einem einzigen Gesicht. Die ganzen Feinheiten, es gab Werkstätten auch, die waren zum Beispiel spezialisiert auf Herstellung von Händen. Die lieferten das dann an den Oberbildhauer, der es zusammensetzte, Füße auch. Man sieht, wie das ist dann schon eine Serienproduktion, eine Segment- und Serienproduktion. Serienproduktion zuerst fängt an im Schiffbau, wo die Hölzer an bestimmten Stellen gebogen werden. Andere machen die Masten. Da braucht man Libanon-Holz. Die in Ägypten können keine großen Segelschiffe bauen, weil sie keine hohen Bäume haben. All diese Dinge, Seile werden woanders gemacht, Hanf, Teer, woanders gefertigt und wird an bestimmten Stellen zusammengebracht, ist dann so wie die erste serielle Produktion. Die Augen dieser Statuen waren angemalt. Und wo kommen diese? Wo hast du diese Bilder jetzt her? Die habe ich aus Bänden über, die belegen nun tatsächlich etwas, also etwas anders, als ich vorhin gesagt habe, was ich im Text beschreibe, wie genau diese Bronzen hergestellt werden und wozu die dann, darauf komme ich gleich nochmal, wozu die da waren. Mit diesen Statuen und den bestimmten dazugehörigen Tempelbauten umstellen die Griechen so ungefähr ab 500 vor unserer Zeit das Mittelmeer. Diese Figuren müssen den Zeitgenossen erschienen sein, wie der
wie der Monolith in Kubrick in 2001 vom Jupiter für die Affen. Wo kommt das her? Wer stellt sowas her? Das ist ein ungeheurer Ausdruck der technologischen Überlegenheit dieser Kultur, die danach ja auch das Mittelmeer so umfasst, dass Latouche, einer der Autoren, die ich weiter benutze, sagen, das Mittelmeer wurde zum griechischen Binnenmeer. Bis zum Jahr 400 ungefähr. Später kommen die Römer und lösen das ab. Latouche ist einer. Ich habe für die Geometrie, Entwicklung der Geometrie und der Seekarten, der Seefahrt und der Kirchenmalereien, Erfindung der Perspektive, ein Buch benutzt von Amerikanern namens Edgerton, Yale, glaube ich, ein Professor, der genau untersucht, wie dieses Fake, diese Wahrnehmung von Symmetrie in den frühen Kirchenbauten zustande kommt, weil die Maler gerechnet haben, sodass asymmetrische Räume symmetrisch aussehen und dass sie das vor dem Malen und vor dem Putzauftrag wussten. Also das Rechnen geht vorher, wurden Seile gespannt, das kann man alles rekonstruieren. Man kann heute genau sagen, dieser Putz ist 3 Tage später aufgetragen worden als der andere. Da ist die Naht, da ist die Reihenfolge, so. Und wie geht das nur? Das geht nur, wenn der Maler vorher wusste, wo die errechnete Mitte ist. Auch ein Buch zum Beispiel. Also wenn ich ein Buch habe in so einer Richtung von Geometrie, das von 300 vor bis 1300 beschreibt, wie die euklidische Geometrie sich entwickelt und wie das Mönchstheoretiker das unter die Kirchenleute bringen, denn die balancieren ja immer auf dem Ketzergrad. Steht das in der Bibel, was ihr da erzählt? Und Franz von Assisi-Kirche und die dann in Padua. Und es gibt dann tatsächlich einen schlauen englischen Mönch namens auch wieder mal Bacon, aber nicht Francis, sondern Roger, der entwickelt in seinen Schriften, die Geometrie ist der Blick Gottes. Und wir enthüllen den hier. Und was wir auf die Wand malen und man sieht durch die Wand durch, so als Fake, das Trompe-l'œil, Augentäuschung, das ist der Blick Gottes in die Ferne bei der Weltzeugung. Aus irgendwelchen Gründen haben Päpste das geschluckt. Und vielleicht, weil das gute Baumeister waren und gute Maler waren. So entsteht jedenfalls die Durchsetzung des perspektivischen Blicks, der für mich entscheidend ist bei dieser ganzen europäischen Geschichte bis zur Welteroberung. Und was hier, ich beziehe das jetzt gleich ein, diese Karte hier, das ist die erste Weltkarte, die Amerika drauf hat, von Waldseemüller und Ringmann, 1507 gezeichnet, also 15 Jahre nach der Kolumbus-Landung. Hier ist Amerika auf der Seite. Da steht zum ersten Mal das Wort Amerika drauf, Süd, aber nach Amerigo Vespucci. Du musst dazu sagen, dass du auf die linke Seite zeigst. Nochmal, dass ich... Weil man kann deinen Finger ja nicht sehen. Nee, genau. Auf dem unteren Teil links steht Amerika. Ich kann das hier leider nicht vergrößern jetzt. Und oben Ptolemäus, dass Ptolemäus die Erde nicht für einen Teller hielt, sondern für eine Kugel, wird auch dabei entwickelt. Das ist zum Beispiel ein tolles Buch von Tobias Lester, heißt er. Tobi Lester, den ich da... Und das ist ein Musterbeispiel für, da lese ich ein kleines Stückchen vor, für dieses Verfahren von Segment- und Sequenzdenken. Nämlich, Sie können sehen hier, dass diese Karte hat da Unterteilungen. Eins oben links, es sind vier nebeneinander. Vier nebeneinander und 3 untereinander. Kann man sehen, 4, 8, 12 in 12 Segmenten gemacht. Also das Teil oben links, sieht man da 3 Teile links übereinander. Und daneben wieder 3 Teile übereinander, Afrika. Nämlich, diese Karte sollte, lese ich erstmal vor, 1,37 hoch und 2,34 Meter
breit werden. Größer als alle bisherigen Karten, die das gab. Als jede bis dahin gedruckte Karte. Wurden früher Karten in solchen Maßen gefertigt, wurden sie von Hand gezeichnet oder gemalt. Als Schmuck und Sammlerstücke für die Reichen und Mächtigen. Waldsee Müller und seine Mitarbeiter hatten etwas anderes im Sinn. Sie wollten ihre Karte in einer Auflage von 1000 Stück drucken und sie zu einem vernünftigen Preis nah und fern verkaufen. Also nicht nur an Höfe und den Adel. Der Druckprozess selbst erforderte beträchtliche Planung und Koordination. Eine Karte dieser Größe hätte auf keiner der damaligen Pressen in einem Stück gedruckt werden können. Heute übrigens auch noch kaum. Waldsee Müller entschied sich also dafür, die Karte auf 12 aneinander stoßenden Blätter zu zeichnen und plante dazu folgenden Ablauf. Er selbst würde die Druckvorlage auf 12 Blättern zeichnen, ein Künstler anschließend die freien Flächen und den Rahmen mit Porträts und Ornamenten gestalten, ein geschickter Holzschneider, möglicherweise auch eine Holzschneiderwerkstatt, würde nach den fertigen Entwürfen 12 hölzerne Druckstöcke schneiden, spiegelverkehrt, versteht sich. In der Regel geschah dies, indem die Arbeitsblätter umgekehrt auf die Holzblöcke gelegt und die Umrisslinien direkt aufs Holz durchgezeichnet wurden. Waren die Umrisslinien übertragen, konnte sich der Holzschneider auf die Details konzentrieren. Alle Flächen, die weiß bleiben sollten, das Innere des Festlands und der Inseln, die Ränder der Karte, der Raum für Legenden, wurde mit Stechbeitel und Schnitzmesser Span für Span vertieft, sodass der Druckstock an diesen Stellen während des Druckvorgangs nicht mit dem Papier in Kontakt kam. Dabei blieben Gebirgszüge, Flüsse, Ortsnamen, Legenden, Illustrationen stehen, wurden fein herausgearbeitet, geschliffen, geölt und poliert. Ein Teil der Beschriftung wurde ins Holz geschnitten, manchmal wurden in den Weißflächen auch Metallbuchstaben eingesetzt. War der Druckstock fertig, wurde er in die Presse gespannt und mit dicker, zähflüssiger Druckerfarbe eingerieben. Nun konnte der Druckprozess beginnen. Bogen für Bogen wurde per Hand auf den Druckstock gelegt und dann mit Druckplatte oder mittels eines Rollenmechanismus auf den Druckstock gepresst, der bedruckte Bogen anschließend zum Trocknen aufgehängt. 12 Druckstöcke umfasste die Karte, 1000 Stück sollten gedruckt werden. 12.000 Arbeitsgänge also. Heutige Leser mit Kunstkenntnissen werden an die Siebdruckverfahren der Andy Warhol Factory in New York der 1960er Jahre denken müssen. 4000 Bilder mache ich an einem Tag und alle sind Meisterwerke, merkte Warhol ironisch an zur Tatsache, Picasso, der gerade Gestorbene, habe in seinem Leben 4000 Meisterwerke geschaffen. Hier also im Jahr 1507 Martin Waldsee Müller und seine Straßburger Drucker aus der Werkstatt von Johannes Grüninger 12.000 Druckvorgänge von Meisterwerken in wenigen Wochen zur erstmaligen Sequenzierung des gesammelten kartografischen Wissens von Jahrtausenden aufgelegt, nicht nur für Fürsten und deren spezialistischen Gebrauch, sondern zugleich für alle, die bereit und in der Lage waren, den nicht zu hohen Kaufpreis zu zahlen. Zählt man all die oben beschriebenen Arbeitsgänge der Druckvorbereitung hinzu, kommt man auf noch ein paar tausend Arbeitsgänge mehr. Weltkarte aus 12 Großsegmenten konstruiert, also berechnet, tausende von Einzeldaten. Das ist ein ungeheures Unterfangen. Und dann haben sie auch noch dies gemacht, diese Weltkarte unterteilt in 12 Abschnitte. Und wenn man die um eine Kugel von der richtigen Größe legt, dann war diese Karte ein Globus. Sie sind auch die Ersten, also sie erfinden tatsächlich den Pazifik. Denn hier geht in Osten Japan weiter und das hört hier auf und da oben ist Wasser. Alle bisherigen Annahmen äußerten sich dazu nicht. Also Waldsee Müller, die Spanier sind zu dem Zeitpunkt noch nicht bis zum Pazifik hier vorgestoßen. Das kommt erst ein paar Jahre später. Das nebenbei. Gut, also so eine Beschreibung, wenn ich sowas finde, dann übernehme ich das natürlich, Wort für Wort, und erfinde da nicht irgendwas. Ich finde, ich bin dankbar, dass du eben auch eine Stelle vorgelesen hast, weil man ganz gut sehen kann, wie du arbeitest,
Wenn, also wir haben gesagt, einerseits gibt es diesen durchgehenden Gedanken von den Männerfantasien über das Buch der Könige zu den Pocahontas, und im Grunde genommen ist sozusagen der Quellcode der Zivilisation immer die Gewalt bei dem, was du schreibst, sodass man eigentlich denkt, es ist sozusagen eine chronologische Geschichte. Aber die Darstellungsweise ist natürlich eigentlich diskontinuierlich. Also gerade hier, wo es einerseits um diese Weltkarte geht und im nächsten Moment schon wieder um Warhol, also geht es nicht nur um Sprünge dadurch, dass verschiedene Medien aufeinandertreffen, nämlich Text und Bild oder Text und Comic und Bild mit Sprechblasen, also wo beides zusammenkommt, sondern es geht durch auch ständige Sprünge zwischen den Jahrhunderten und zwischen den Phänomenen, auch zwischen den ästhetischen Quellen und historischen Quellen, geht es eigentlich um die permanente Herausforderung, diese Zusammenhänge selbst herzustellen. Also, und das, was der Text dann ist, ist er eigentlich dann in unserer Lektüre, weil es gibt zumindest in meiner Lektüre zahlreiche Dinge, die ich auch nicht verstehe, also die ich gar nicht durchdringe, und trotzdem, also zumindest kann ich es nur für mich sagen, trägt der Text mich dann weiter in sozusagen völlig überraschende wie Unfälle, ja, zusammen Unfälle von aufeinandertreffenden Quellen, die dann neue Assoziationen und auch Erkenntnisse auslösen. Und das Ganze wird getragen eben von diesem einen Gedanken, der sozusagen in aller Konsequenz auf diese Weise zu Ende gedacht wird. Was allerdings auch wichtig ist, sind nicht nur Bilder, sind auch aktuelle Ereignisse, politische Ereignisse. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise du ja dieses Buch geschrieben hast und das ja auch mit eingeflossen ist. Ja gut, Flüchtlingskrise, wenn man, wie die hier versucht wurde zu lösen von denen, die was dagegen haben, dass Fremde hierher kommen, hat sich ja nur in Form von Gewalt geäußert. Ne? Anstecken von Flüchtlingsheimen und ähnlichen Dingen, und die Leute sollen weg und was haben die hier zu suchen, etc. etc. Das hat also jeder Zeitungsleser und Fernseher so weit im Kopf, dass ich das nicht besonders betonen muss. Ne? Ich betone das in einem bestimmten Zusammenhang, wo ich Mbembe zitiere, ne? Und zwar bevor diese etwas blöde Diskussion der letzten Wochen da um ihn herum sich entsponnen hat mit Palästina etc., ist dann für mich der im Moment umfassendste Denker dieses Problems der Grenzen. Ne? Grenzen. Findest du, dass man die Diskussion als blöd abtun kann? Ja, sie wird ihm nicht gerecht. Ne? Inwiefern nicht? Auch habe ich liegt eher, ich sage mal, ich habe mich damit nicht so befasst, weil mich das, ne, diese ganze Auseinandersetzung, ne, Israel, Palästina und wer alles Partei ergreift für Israel und welche merkwürdigen Leute und wie man selbst Partei ergreift, ist eine andere Diskussion, ne, wollte ich ihn auch nicht jetzt mit direkt verbinden. Das andere, der andere Punkt ist, dass er sagt, wie kommen überhaupt diese Europäer dazu, zu sagen, wir können überall hin. Ne? Sind Europäer sind überall hingegangen. Ne? Bruno Latour antwortet darauf ganz schön und sagt, und jetzt kommen alle nach Europa. Ne? Als umgedrehte Bewegung. Und Mbembe bezieht das auf die Grenzen und sagt, warum müssen jeder, der eine Kalaat hat oder an jeder Grenze und irgendwo festhalten und sich ausweisen. Ne? Und diese komischen europäischen Menschen, überall. Überall sind sie hingegangen, überall lassen sie sich sehen. Und wenn man sie aufhalten wollte, haben sie sich mit Gewalt durchgesetzt. Sie ließen sich nicht aufhalten. Und es ist ganz selbstverständlich. Und ich versuche von daher zu beschreiben, wie dieser ganze Prozess, dieses Denken, ne, von dieses eurozentrische Denken, diesen technologischen Hintergrund hat, der meistens verdrängt wird bei uns, indem in unseren Köpfen diese Spaltung läuft. Wir haben hier gelernt, ganz schlau, zum Selbstschutz, die sogenannte Kultur,
von der Gewalt abzutrennen. Ne? Hier ist das Theater, ne, und da ist die Oper und da laufen tolle Sachen etc. und die Kultur, ne, mit Stücken, die sich genau das im Hintergrund haben, ne, nicht nur die Renaissance-Malerei, wo man die ganzen kolonialen Anteile sehr gut sehen kann, auch in dem ganzen europäischen Musikbegriff selbstverständlich. Ne, die Unterteilung ist auch in Segmente, ne, 12 ne, Abstände vorher in andere Tonleitern etc., messbar, ausgemessen, festgelegt etc., erhebt sich natürlich total über die Restmusik der Welt, ne, über, gegenüber dem orientalischen, ne, Gedudel, das keine festgelegten Tonhöhen hat, sondern wo das Ganze ineinander verschleift, das ist Wüstenmusik von Europa aus gedacht. Ne. Die Rückseite von Mozart ist Kolonialismus auf der Ebene, bis hin zu Schönberg etc. Und das ist genau der Punkt, den die Kulturbeflissenen zumindest und mit ihrer, und das haben sie nicht umsonst, meist ausgeprägten Technikfeindlichkeit nicht wahrhaben. Und ich finde, dass, wenn mich wirklich was ärgert an der politischen Entwicklung der freier denkenden Leute oder linkeren Leute, wie immer wir sie nennen wollen, ist diese fortgesetzte Technikfeindlichkeit, dass mit dem Einsatz der Grünen, mit dem Begriff der Grünen, gleichzeitig sich durchsetzt, so ein ganz komisches, wieder Natur zugewandtes Denken, vom Baumsterben bis sonst wohin und absolute Abwehr dessen, was technologisch da war. Ne, ich rede mir seit den 70er, 80er Jahren den Mund fusselig, dass die Computer in die Schulen gehören, dass Gruppen gebildet werden müssen. Schluss mit dem Einzelkampf. 5 Leute an einem Monitor. Jeder hat eine Tastatur und sie wechseln sich ab und der Lehrer geht rum und hilft und macht dies und das. Und die 8. Klasse macht ihre Mathematikaufgaben gemeinsam mit einer Klasse in Stockholm oder sonst wo. Diese ganzen linken Lehrer, total bescheuert auf dieser Ebene. Ich wurde immer für einen Idioten erklärt. Was soll diese Technik in der Schule? Was? Ja, der, ne, jetzt sitzen alle da und sagen, haben den Salat und Digitalrückstand. Ne? Merkel sagt noch 2005, Neuland für mich. Ne? Als die etwas fortschrittlicheren Nationen auf der Welt links dabei sind, diese Sachen zu entwickeln. Woraus für mich folgt, natürlich Technologie müsste dazu führen, wenn wir sowas wie Klimaentwicklung ändern oder stoppen wollen, dass die verschiedenen Länder auf der Welt, also Mbembe, weg mit den Grenzen. Es darf keine Grenzen geben, wenn man irgendwas vernünftig in den Griff kriegen will. Es gibt noch, ich habe es vorhin schon erwähnt, vielleicht können wir darauf noch kurz zu sprechen kommen, dass du nicht nur ein neues Vorwort geschrieben hast zu dem Buch der Königstöchter, sondern auch zu den Männerfantasien. Und das auch, also bei dem anderen war es eben, am Anfang war die Eroberung, am Anfang war MeToo, diese Bezugnahme auf diese Diskussion. Und vielleicht kannst du kurz beschreiben, inwiefern du das Vorwort neu geschrieben hast oder etwas hinzugefügt hast bei den Männerfantasien. Na gut, bei den Männerfantasien, ne? Nachwort, ne? In dem Fall. Ne? Na ja, klar, das habe ich hinten dran gehängt. Ich habe das alte Vorwort Männerfantasien wollte ich nicht antasten. Aber bei Buch der Königstöchter ist ein Vorwort. Buch der Königstöchter 1 habe ich das neue Vorwort für die Pocahontas-Bände, ne? Das sich auf alle 4 bezieht. Ne? Aber die Funktion ist natürlich ähnlich, aber es hat natürlich einen Grund, dass das eine von Männerfantasien Nachwort ist natürlich der Schritt nach heute, klar. Ich habe also bis kurz vor Halle-Attentat, also den Neuseeländer, ne, Killer, ne, Trenton, ne, Tarrant, ne, so heißt er, und ist noch drin, ne, die amerikanischen Incel-Leute auch, also wie das, was ich an den Freikorps da beschreibe und dann am Nazi-Terror weiter, dass das eben leider bis heute nicht verschwunden ist auf der Welt. Ne. Eine solche Fortsetzung habe ich ja 2015 davon gemacht, Lachen der Täter, wo ich diese Killings in Indonesien beschreibe, in Zentralafrika, Kongo, in Guatemala, die SS nochmal, unter, wie sie sich geäußert haben, in britischer Gefangenschaft, wenn sie sich unbelauscht und unbeobachtet fühlten, alles das. Und dann nochmal diesen Punkt des Lachens,
zusammengefasst, ist in Männerfantasien zwar auch schon drin, aber ich habe das da verstärkt, weil mir das auch über Breivik und andere ähnliche Fälle nochmal massiv aufgefallen ist, afrikanische Kindersoldaten und sonst wo, dass sie diese Tötungsakte, die ich in Männerfantasien Lustmorde nenne, dass sie tatsächlich so genannt werden müssen. Es ist die, ich versuche das zu beschreiben, die Verwandlung der Sexualität dieser Leute, was mal Sexualität in ihren Körpern war, in Gewaltvorgänge. Also du hast, muss man dazu sagen, auch ein eigenes Buch noch dazu geschrieben, Das Lachen der Täter, ja, über Breivik, wo das nochmal ausführlich ausgehandelt wird. Was mich, auch bevor ich Ihnen noch die Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen, jetzt nach 1999 bis jetzt, sind diese Bücher fertig und wie fühlt sich das denn jetzt an? Also bist du an einer Art, also gerade hier anhand dieses Nachworts der Männerfantasien stellt sich heraus, man könnte immer noch das Nachwort des Nachworts des Nachworts schreiben. Also im Grunde genommen könnte man immer so weiter und könntest du immer so weitermachen. Hast du tatsächlich das Gefühl, an einer Art von Ende gelangt zu sein mit diesem Cortez-Band? Oder hast du 1999 schon noch mehr Kapitel entworfen in Wirklichkeit, von denen wir nichts wissen? Ja, gut, ich meine, das Buch der Könige ist ja vorher, ne, und davon gibt es in Band 1 und Band 2x und 2y, ne, weil 2 dann schon auch wieder so explodiert ist und der Band 3 projektiert ist ja Freud, nicht, Professor Orpheus Ohr im Untertitel damals gemacht. Nicht, da bin ich jetzt bei, der Text, den ich da geschrieben habe, der ist ja schon einige Jahre her, dass ich jetzt prüfe, wie weit der noch funktioniert, ob der noch haltbar ist, was ich da neu machen muss, ob ich den Band mache oder nicht. Aber an sich habe ich das vor, diese Freud-Geschichte, ne, auf einer Ebene, wie ausgehend von seiner Männerpaarbeziehung mit Wilhelm Vlies und was das Haupt Gründungsbuch, jedenfalls was Beziehungen angeht, der Psychoanalyse ist, und Freuds ganze Entwicklung danach über mit Jung und Abraham Ferenczi und so weiter sich über eine bestimmte Sorte Männerpaare entwickeln, also wie so ein Gegenstück zu dem, was die Artisten, die Künstler, die Lyriker und Maler und Komponisten mit ihren Frauen machen, töten. Freud bringt die Männer um in den Männerpaaren, um es mal krass zu sagen jetzt. Eher in der Richtung, ne? Und bahnt damit genau einen Weg für Frauen. Freud baut ja einen Frauenstaat, ne? Den ersten Staat, in der er will ja aus den seinen Patientinnen nicht gesunde Frauen machen, sondern Psychoanalytikerinnen. Ne? Die erklärte Absicht, nicht, ja, kein Geheimnis, das sagt er auch so. Nicht, heilen interessiert ihn in zweiter Linie. Er will diesen, so wie Warhol seinen Kunststaat bewusst baut in New York in den 60ern, baut Freud an diesen psychoanalytischen Staat mit Frauenbeteiligung. Und das wird das neue Buch? Das, wenn ich jetzt beim Schreiben feststelle, das ist noch okay oder interessant genug, dann werde ich erstmal das als nächstes machen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist erst ein Anstoß für die Lektüre, die noch weitergeht. Klaus Teweleit schreibt weiter. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank, Klaus, dass du hergekommen bist in die Volksbühne. Applaus